Abu vs. Ruat, okay, wir gucken es an. Es ist an der Zeit, wir drehen Abu vs. Ruat. Oder Ruat vs. Abu. Heute den die Challenge, unbedingt bringen. Die zweite Folge, wer kann länger wach bleiben? Wir sind in Berlin und wir haben sehr viele Sachen, die wir auch zwischendurch machen können, was sehr cool wird. Und die Challenge ist es, wer länger wach bleiben kann. Ich muss ganz kurz pausieren, ich finde es eine Horror-Challenge. Ich sage euch so, wie es ist. Ein 24-Stunden-Stream für mich, ohne zu pennen, wäre der absolute Horror. Ich finde, schlafen ist sowas Geiles, auch wenn sich das oft verzögert, wegen am Handy chillen und so. Bro, ich finde auch Leute krass, die sagen, nee, ich penne 5 Stunden und ich bin komplett fit. Ich habe heute irgendwie 4 Stunden gepennt und ich fühle mich Dogshit. Richtig Müll, richtig Much. Schlafen ist so nice. Ist für mich einfach das brauche ich. Wir haben über Glatze nachgedacht, Sohström essen, auf der Straße schlafen. Morgen um 12 Uhr werden wir aufwachen. Wir haben jetzt ungefähr 3.40 Uhr, 3.45 Uhr in der Früh. Morgen um 12 Uhr mittags wachen wir beide gleichzeitig auf, inshallah. Und ab dann geht's direkt los. Dann startet der Timer. Und dann schauen wir einfach, wie wir uns über Wasser halten. Und dann werdet ihr schon sehen, ob wir so lange wach bleiben, bis wir Halluzinationen bekommen. Oder ob Rohat im Auto einfach einschläft nach einer Stunde oder so. Wird nicht passieren. Ich werde gewinnen. Das stimmt nicht. Geil. Wie eine Doku. Bro, genau in dem Stil muss es gehalten werden. Wie eine Dokumentation. Wie wollt ihr das jetzt machen? Wollt ihr jetzt noch pennen oder was? Hä? Bro, wo pennen die? Ist das ein Airbnb? Was ist das denn? Bruder, was ist das? Aber auch geil. Ich fühl's. Irgendwie auch, weißt du, beide nebeneinander und so. Ist süß. Boah, trigger der Alarm. Wer kann länger wach bleiben? Ich bin motiviert. Ja, ich schlaf nicht. Ich düse. Was düse? Das heißt düsen. Digga, das hast du düsen. Der will mich jetzt schon verarschen, Alter. Wie soll man gerade angefangen? Der will mich jetzt. Was düsen? Ich habe einen Joker. Einen riesen Ass im Ärmel. Ich habe meinen PC, meine PS5, alles dabei und. Heute kommt FIFA. Ich hole mir für 3.000 Euro PSN-Karten, dass ich die ganze Zeit Packs öffnen kann und nichts anderes zu tun habe. Ich habe das Ding gewonnen. Ja, ist vielleicht nicht so dumm, aber auch durch die ganze Zeit dieselbe Mechanik kann aber auch müde werden. So, natürlich, du kannst auf einen Walkout oder auf eine krasse Karte immer hoffen und es hypt dich kurz hoch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es so oft passiert, ist gleich null, Bro. Null. Ja. Okay. Trimax? Oh mein Gott, Chat, herzlich willkommen zu meinem 200-Stunden-Stream. Heute FIFA, morgen FIFA, in 10 Tagen FIFA. Wie? Weil wir haben keine Handtücher hier. Wer in den See springt. Was? Geld schon. Oh, Scheiße, ich komm hier nicht hoch. Ich komm hier nicht hoch. Ich bleib am längsten wach. Keiner will kühlen nicht rein. Digga, guck mal, er hat mich voll nass gemacht, dieser kleine Wichser. Bro, wo sind die? Wie nice, hä? Hilf mir hoch, Slanke. Ich bin home. Ja. Du hast überall Scheiße in der. Bro, die haben ein viel größeres Problem. Alter, gefühlt jeder Flasher von Valorant ist in der Nähe. Die sind dauerhaft flashed, Mann. Ist das hell? Holy. Einfache Light Mode. Ja, wo aktiviere ich hier Dark Mode? Bro, aber das sieht übel nice aus. Nein. Ja. Ist das vom See? Ist Natur, Bruder. Ist Natur. Ja. Abo hat gerade gegähnt. Hab ich nicht. Ich mach sowas nicht. Wir sind jetzt über Mediamarkt, WLAN-Stick und PSN-Karten. Das ist die Mission. Servus, Sascha. Das neue Video ist kant geworden. Reicht, Digga. 1,7 reicht, oder? Ich habe jetzt auch spontan noch ein Handy für meine Frau gekauft, das S22. Sie ist eigentlich mit ihrem älteren Samsung noch zufrieden, aber ich denke, sie wird sich freuen. Der größte Fehler, den du machen könnt, ist einfach Auto zu fahren. Geil. In Berlin. Es ist einfach nur ein ganz, ganz ekelhafter Krampf, hier in dieser Stadt mit dem Auto zu fahren. Heute ist auch noch so ein Marathonlauf. Alles ist gesperrt. Du kommst nirgendwo richtig hin. Du kannst nirgendwo parken. Es sind überall 100 Blitzer. Die Leute sind auf den Straßen schlecht gelaunt. Dann ist auch das Wetter grau. Es ist einfach nur schwierig. Ja. Aber das. Ich weiß nicht, wer von euch vielleicht sogar in Berlin wohnt. Ich finde Berlin, muss ich euch ehrlich sagen, und jeder hat natürlich seine Vorliebe. Ich besuche da gerne mal Paul oder, keine Ahnung, wir gehen da ins Studio oder andere Freunde natürlich logischerweise auch, ne? Logisch. Aber dort wohnen ist, finde ich, auch einfach stressig. Ehrlich stressig. Es ist zu groß, Bro. Ich sag so, es ist zu groß. Und auch wenn du natürlich immer so in deinem Viertel unterwegs bist. Es ist halt wach. Und derjenige, der Kollege hier, deine Augen sind schon ganz schön rot. Bist du nicht ein bisschen müde? Nein, mach doch den Sitz ein bisschen nach hinten. Wir machen einmal Schienenstellung und 10 Liegestütze. Ja, weißt du, er ist vorhin in den See nicht gesprungen und will jetzt keine 10 Liegestütze machen, weil er einfach Angst hat. Er hat einfach Angst vor der Bestrafung. Wir gehen jetzt zur Apotheke. Ich hoffe, ich kann da ein, zwei Sachen besorgen, die mich wach halten und ihn vielleicht zum Einschlafen bringen. Wir warten noch auf den Döner. Vielleicht gibt es da ja was in der Apotheke, was Roat aus Versehen mitessen kann. Bro. Was sagst du? Döner ist gut. Aber
Ich habe einen kleinen Döner genommen und er einen riesen Döner. Gleich wie du? Nein. Man muss wenig essen, sage ich. Oh, geil, Bro. Wenn du nicht mehr Fleisch isst, du kannst auf alles verzichten, Bruder. Burger ist nicht so schlimm. Werden vielleicht jetzt viele nicht fühlen, aber Burger ist tatsächlich nicht so schlimm. Als ich mich dazu entschieden habe, nicht mehr Fleisch zu essen, Bro, habe ich nicht an den Döner gedacht. Bruder, ein Döner ist so krank. Ich habe schon lange keinen Döner mehr gesehen. So, und jetzt sehe ich den wieder im Video und mir... Also, ich will einfach einen Döner essen. Wisst ihr? Ich will einfach einen fucking Döner essen, Bro. Und ich weiß, dass ich den ganzen Tag bereuen werde, weil wenn ich aufstoße, schmecke ich den Döner einfach, als ob ich ihn gerade in dem Moment essen würde. Aber es ist auch jedes Mal egal. Einen geilen Döner, auch mit knackiger Gurke drin, beide Soßen, Salat, Kraut, Bruder, dieses Kraut, oh Mann, Bruder. Falafeldöner, na Bruder, ein Falafeldöner kann bei weitem nicht mithalten mit diesem Döner. Weil wenn du viel isst, wirst du müde. Du viel bist, bist müde. Aber hast du mal gefragt, ob da was dran ist vielleicht an Döner? War doch gerade bei der Apotheke. Du bist zur Apotheke gegangen und die war zu, du Dummkopf. Okay, mal gucken, wer der Dummkopf ist. Ein Lolli für dich. Zucker macht nicht müde, Zucker macht wach. Ich esse den, wenn wir jetzt Shisha schon machen, wir 10 Liegestütze machen. Ja, nein, du machst jetzt hinten nach vorne 10 Liegestütze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maschine? Gut. Boah, wir denken, ich habe richtig... Ich glaube aber, wenn du viel isst, wirst du wirklich müde, weil dein Magen verarbeitet ja das ganze Essen und es kostet ja Energie. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht so dumm, nicht den größten Döner zu essen in dem Moment, oder? Einschläft, so Baldrian oder Duftkerzenöl oder sonst irgendwas. Das ist aber nur ein Placebo. Das ist Placebo. Er soll die ganze Zeit denken oder Angst haben, dass ich ihm was ins Essen oder ins Trinken mische. Aber in Wahrheit, guck mal, was hier drin ist. So, Boah. Das würde ich hier in meine Tasche stecken und du wirst da nicht rankommen. Das wird dir auch nicht helfen. Du wirst einschlafen wie ein Baby. Und ich habe Rohat gerade sein Telleressen gemacht. Er hat gerade etwas Leckeres gegessen. Nein. Natürlich. Nein. Es ist vorbei mit dir. In Parejo investieren. Nein. Diesen Teller hat er aufgegessen und den habe ich für ihn zubereitet. Oh mein Gott. Was hast du gemacht mit dem Teller? Ich habe irgendwelche Medikamente reingemischt. Medikamente, also das habe ich nicht gesagt. Ich war auf jeden Fall vor ein paar Besorgungen machen. Ich meine, es gibt ja Sachen, manche haben Schlafstörungen, die können nicht so gut schlafen. Und dann Bro, hat gerade Eli das Pack geöffnet, ohne hinzuschauen? Hä, ist gerade die Steuerung von Eli No-Look-mäßig? Ich habe irgendwelche Medikamente reingemischt. Medikamente, also das habe ich nicht gesagt. Ich war auf jeden Fall vor ein paar Besorgungen machen. Ich meine, es gibt ja Sachen, manche haben Schlafstörungen, die können nicht so gut schlafen. Und dann brauchen die einfach Dinge zum besser einschlafen. Oh mein Gott. Abu hat, ja, hat in Roats Essen irgendwelche Schlafmittel. Was ist denn da? Nein, nicht viel. Ein bisschen Baldrian, ein bisschen Duftkerzenöl. Also, Also nicht so viel. Ich muss ganz viel trinken. Ich muss irgendwie gewinnen. Ach, Roat hat gezogen, Bro. Roat hat gezogen. Ich dachte schon, das sah so viel zu smooth aus dafür, dass du gar nicht... Du nimmst so krank am Gespräch teil und öffnet... Das ist Max- oder Marcel-Niveau. Ich dachte schon. Den Teller machen lassen hat, war schon krank genug. Ich dachte, der lässt mich nicht... Du hast ihn ja komplett auseinandergenommen. So, wir sehen später, wie er einschläft. Wer glaubst du, bleibt länger wach? Ich oder Abo? Ich glaube Rohat. Ja. Weil er nachher streamt? Nein, weil er das gewöhnt ist schon so krass lange. Wir haben 24er oder 32er gemacht. Mhm. Und er hat diesen komischen langen Stream gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass du das nicht streamst. Du bist nicht gewöhnt. Also ich. Hast du schon mal 40-Stunden-Stream gemacht oder so? Ich bin ab 24er gemacht. Ich habe mal einen 24-Stunden-Stream mit ihm zusammen gemacht. Wir haben Seven vs. White geguckt. Mein Tipp ist. Jetzt kann ich es nicht mehr sagen. Jetzt kann ich es auch nicht mehr sagen. Ich sag's danach. Ich glaube, er hat aber Kinder. Stimmt, du hast Kinder. Du bist vielleicht so ein bisschen wenig Schlaf gewöhnt. Ich habe 5 Kinder und die lassen mich nicht lange schlafen. Ja. Ich gehe manchmal offstream um 3, 4 Uhr und bin wieder um 9 Uhr wach. Ja. Weil. Die kommen zu mir morgens und sagen, oh Abi, du bist Teig. Und dann kneten die mich. Teig, sagen die? Die sagen immer zu mir Teig, meine Töchter. Das ist auch gut. 69% Rohat. Rohat? Ich sag Rohat. Vor allem bei mir ist die Bestrafung Glatze, ne? Und bei ihm, dieser Fisch? Abnehmen. Was ist denn er? Er muss das austrinken, er hat Flasche aufgemacht. Ja, ey, du kannst nicht 500 Flaschen aufmachen. Ja. Er hat das safe nichts reingemacht. Ja, safe nicht. Sag Wallah, Abo. Bruder, ich würde gar nichts sagen. Ja, dann vertraue ich ihm nicht. Na, warum? Das sind die Psychospielchen. Wir sind jetzt hier bei Massiv. Es ist ungefähr 12 Uhr, 23 Uhr. 16. Schaut mal, wirklich schönes Setup. Krankes Setup. Aus. Wir haben es jetzt 3.58 Uhr. Chat ist noch da. Rapper haben ein krankeres Setup zum Stream als Streamer. So weit sind wir. Das ist wirklich
Das sieht crazy aus mit den Wolken und so. Sehr, sehr gut. Ich denke, ich mache noch so 2, 3, 4 Tage oder so, Max. Also mindestens. Schaut euch mal bitte Robert an. Da, den schaue ich Junge, mir natürlich das die ganze Setup. Zeit an. Ne? Der ist komplett im Bruch, der Junge. Guck, schaut ihn euch an, wie müde der aussieht. Ganz, 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 ganz schwierig. Ich telefoniere nebenbei noch mit so einem... Naja, ist nicht wichtig. War nur ein kurzes Update. Boah, spätestens jetzt hätte ich keinen Bock mehr. 20 Stunden wach ist ekelhaft. Ich sag so, 20 Stunden wach, okay, passiert, aber oh mein Gott, zum Glück bin ich ins Bett gefallen und gekommen, Bro. Jetzt werde ich raus. Ehrlich, ich glaube, das ist das Maximum von mir. Er ist so ein Schummler, der mit seinem scheiß Pack FIFA kacke. Ich brauche niemanden für mich. Ich glaube, wenn ich verliere, habe ich verloren. Fertig. Ich schwöre, hier geht's nicht mehr gut. Aber was ist das denn für eine Pumpe? Wir machen eine Abmachung, dass jeder... Ich glaube, Abu ist so ein gestörter Vater. Bro, ich glaube, dass wenn du so Kind von Abu bist, ich glaube, der ist selber noch im Kopf so jung, weißt du? Ich würde ungern mit ihm Halligalli spielen, ich bin euch ehrlich, weil ich Angst vor meiner Hand hätte und vor meinen Knochen. Ich habe keinen Bock auf Krankenhaus, würde ich ungern mit ihm spielen, aber alles andere, ich glaube, ehrlich, weißt du, wenn die auch zu ihm kommen und sagen, der ist Knete und so, weißt du, die können so am Bauch und so rumspielen, übel witzig. Oh Gott, Bruder. Wir machen eine Abmachung, dass jeder 8 Stunden schlafen darf. Nee, Mann. Ja, weil... Der ist durch! Richtig. Das Ding ist, ich gleich weiß, das wird vorbeigehen. Dann werde ich wieder richtig wach. Das ist vorbei. Das ist nur eine Schwächephase. Ich werde jetzt alle Fenster aufmachen. Ja, Abu, bist du wach? Oh Gott, der ist weg. Oh mein Gott. Ist der gut, Mann? Bro. Was war das gerade? Das war Gedöns, ne? Au! Oh nein, ich bin eingeschlafen. Ich schwör, ich weiß nicht, ne? Es ist ein bisschen sus. Meine Augen sind zu, aber ich rede. Bro, ja, eigentlich, ich weiß es nicht. Ah, Bro, er ist am Ende. Aber ist halt auch, schau mal, ich glaube, Abu wäre ganz anders drauf, hätten die als Aufgabe gehabt, kein Handy, kein Stream, kein FIFA und so, weil Bro, natürlich ist Roat, der hat einfach mit Max bis um 4 Uhr Packs gezogen, danach hat er so noch ein bisschen Packs gezogen, weißt du, und dann ist auf einmal morgens und Abu, ich weiß nicht, ja, also ich kann Roat mehr verstehen, dass er fit ist als Abu und ich kann Abu verstehen, dass er halt fertig ist. Und lass den richtig, richtig langweilen, weil er nichts zu tun hat, das heißt, der Bett. Und ich habe die ganze Zeit was zu tun, weil ich FIFA-Packs öffne und meine Sachen mache. Spätestens heute Abend. Mein Call. Mal gucken, wie viel Internet er macht. Hast du gerade den WLAN-Stecker gezogen? Nein. Der hat den Router versteckt. Weißt du, was du nicht berechnet hast? Dass ich einfach mit meinem Handy-Hotspot spielen kann. Bevor ich angefangen habe mit Stream, habe ich eine Ausbildung angefangen als medizinisch-technischer Pharmazieassistent oder pharmazeutisch-technischer Assistent, genau. Gut, dass ich meine Ausbildung selber weiß. Und ich habe einen Kollegen, der arbeitet in der Apotheke. Er kann mir sehr, sehr viele Tipps geben, wie ich den Mann zum Schlafen bringe. Weil ich glaube, nach dem Duschen ist er wieder so ganz normal, weil normaler Rhythmus ist wieder 23:30. Und ich brauche Medikamente, um ihn zu ficken. Der Kollege konnte leider nicht. Also so wie das klingt. Aber ich habe einen Kollegen. Und dann habe ich einfach diese interessante Flöte bekommen. Da konnte ich einen Pfeil reinlegen. Der war vorne ein bisschen befeuchtet an der Spitze. Dann habe ich gewartet, bis Abu rauskam. Habe hinterm Gebüsch gelauert. Und dann habe ich einfach mit diesem Pfeil ihn getroffen. Und wie ein Elefant ist er zusammengesackt. Bro, was denken die, dass sie sich schlafen legen? Von was reden die? Dessen Mutter ist Ärztin. Der war auch bei meiner Ausbildung. Okay. Ich möchte dir auf jeden Fall empfehlen, so Koffeintabletten zu holen. Also so Koffein, anstatt so von Energy, so drin ist rein. Ja. Und in dem Moment, wo du immer so richtig müde bist, auf jeden Fall Kaugummi kauen. Und also okay. Immer Kaugummi viel kaum, dass du ein bisschen beschäftigt bist. Und dann lohnt es sich auf jeden Fall immer, die Ohrläppchen so ein bisschen zu reiben, einfach so ein bisschen. Echt? Wie du deine Balls so ein bisschen scratcht, so die Ohrläppchen mäßig. Dass du so richtig deine Arme in kaltes Wasser machst, so für 30 Sekunden und so. Das hilft auf jeden Fall auch immer viel. Es wäre natürlich gefährlich, wenn er mir auch irgendwelche Koffeinsachen nimmt und so. Und du ihnen halt was, sag ich mal, entgegengesetzt gibst. Aber naja, keine Ahnung, musst du wissen so. Aber was auf jeden Fall immer... Koffein würde ich gar nicht konsumieren, Bro. Gar nicht. Dieses Tief von Kaffee, Energy Drinks, Bro, das Tief holt dich.
holt dich 100%, vergiss es. Freundschaft ist klar, so warme Getränke. Am allerbesten halt ein Tee. Ein Kamillentee, was wird er ja wahrscheinlich trinken, dann so ein Tee. Aber auf jeden Fall irgendwie warme Sachen. Mhm. Und auch wenn du ihnen halt was geben willst, halt einfach dieses ja, Vic Medi Night oder so, dieses Standard-Lean-mäßige, einfach aus der Apotheke. Bro, Roat kann selber nicht glauben. Roat kann. Aber wenn du ihnen halt was geben willst, halt einfach dieses ja, Vic Medi Night oder so, dieses Standard-Lean-mäßige, einfach aus der Apotheke. Ja, das lasse ich lieber bei ihm, Decker, weil er ist religiös und so, aber die anderen Tipps sind gut. Ja, kannst du nicht machen. Wir fahren jetzt zum Delay-Sport-Spiel. Währenddessen kann man nicht schlafen, weil wahrscheinlich dann eh drumherum Leute schreien werden und so. Klassisch wäre einzuschlafen. Sehr, sehr praktisch. Also das ist genau... Ich muss dich auch gehen, weil Roat gegähnt hat, Mann. Das, was ich gebraucht habe. Man hat gar keinen Kopf für gar nichts. Du versuchst es voll auszublenden, weil das voll... Aber wer ist der beste Fußballer, den du kennst? Hey! Komm mit deiner Hand nach Hause! Warte! Ja! Hart. Das ist immer noch die eine Traubenzucker, wo er denkt, ich habe sonst irgendwas bei ihm reingemacht. Bis jetzt habe ich gar nichts reingemacht, nirgendwo. Aber die Angst alleine zählt und die ist wichtig. Wir holen ihn jetzt gerade Wasser und dann wird die da reingemischt. Boah, fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ich biete ihn gleich den hier an und dann will er den hier haben. Ja, die Kameraeinstellung. Ich glaube, der Kameramann hat nicht auf automatisch gefilmt, sonst hätte er die Kamera alles automatisch gemacht. Das werden die im nächsten Video, glaube ich, fixen. Ja, schade, aber easy. Sag Wallah, du hast nichts gemacht. Wallah, du hast nichts gemacht. Sag Wallah, du hast nichts gemacht. Wallah, da ist nichts drin. Sag Wallah, du hast nichts gemacht damit. Ja, Bruder, da ist nichts drin. Okay. Sag Wallah, du hast nichts damit gemacht. Wallah, ich hab damit also nichts reingemacht. Okay, dann trinke ich das nicht. Hä? Du hast safe irgendwas damit gemacht. Dann trink meins. Gib her, ich trink das. Nein, er hat umgedreht Psychologie gemacht, Digga. Jetzt kann ich niemandem vertrauen. Ach so, stimmt, er hat das geholt. Wer was da reingemacht haben? Ich schwöre, ich hab's von oben geholt. Zeig mal her, ich muss mir das auch nochmal genau angucken, das andere Glas. Hey, dann trink mal deins jetzt. Das schmeckt nicht. Trink mal. Ich mag nur das andere. Trink jetzt. Spaß. Trink doch jetzt. Ich find's einfach nur lustig, wenn du Angst hast. Soll ich dir sagen, was da drin ist, Roat? Da ist nichts drin. Doch. Was hast du getrunken? Er hat getrunken. Hast du getrunken? Er hat getrunken. Ja, ich hab nichts reingemacht. Ich hab nichts reingemacht. Aber keiner hat gesagt, was er gemacht hat. Bruder, warte mal. Da ist noch so ein Ding, da sind noch ein bisschen Pulverreste. Boah! Aber wieder ein, zwei Stücke bringen gar nichts. Nein? Doch, weißt du, was es ist? Bruder, das knallt richtig rein, ja. Er weiß, was es ist. In zwei Stunden. Ein, zwei Stunden. Ja, er hat mir gestern... Ey, Mann. Bro, die Jungs machen... Ey, von denen machen das so viele. Mit dem Handy vloggen. Es ist so wild, Bro. Es ist zu wild. Ich weiß nicht, es sieht einfach anders aus, wenn er eine Kamera in der Hand hätte. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil er ja jetzt Leute erst anfangen, mit dem Handy zu vloggen. Aber ich das ist fast eingepennt, Digga. Das bringt gar nichts. Beide schaffen mindestens 50 Stunden. 50? Ja, er wird heute Abend aufhören. Jetzt sind wir immer Batman. Bro, wer das ist? Die vloggen alle mit Handys, ja, verstehe ich nicht. Das ist, wie heißt der? Oh, das war der Fitnesstrainer von Mickey für den Boxkampf. Der läuft jeden Tag 20 Kilometer. Der Typ ist eine gestörte Maschine. Der ist so heftig. 50 Abend da, ja. 50. Ja. Jetzt sind wir einmal Batman spielen mit den Jungs. Also ich bin wieder richtig wach. Ich weiß nicht, was Roat hat. Meine Taktik ist es, Abo ein bisschen ausruhen, also so ausbauen zu lassen, sodass das Spiel schön müde wird und ich werde gar nicht laufen. Oh mein Gott! Nein! Nice. Ja, Abo ist wie ein kleines Kind. Das, also Spiele, ich glaube, es gibt ihm zu viel Spaß im Leben. Da geht der auf, so weißt du. Der easy win. Zwei Sätze, 2-0. Echt gut, ich habe ihn echt unterschätzt, muss ich sagen. Er ist richtig gut. Ja. Spiel das zum ersten Mal. Schlau war das auf jeden Fall nicht, aber es hat richtig Spaß gemacht. Ich bin ein bisschen im warmen Auto. Bre hat uns mitgenommen hier, dritte Liga Meisterschaftsspieler. Ich habe gedacht, dass ich mit dem Ding hier nach Hause fahre, weil wir haben 30 Kilometer ungefähr von hier. Und wenn wir in Taxi oder Uber fahren, dann werde ich in diese Fahrt einschlafen. Ich bin gerade fast eingeschlafen. Guck mal den an, der tanzt einfach. Ich bin weg vom Fenster, Wallah. Ich bin komplett weg vom Fenster. Roat, hast du schon mal sowas getrunken? Du hast einfach nur Bock auf Zucker und deine Fettaugen wollen irgendwas Spezialistisches sehen. Ja, ich bin Bock, um einzuschlafen, deswegen. Soll er mal lieber noch mehr ein bisschen Zucker trinken? Boah. Das wird ein einfacher Sieg heute. Ich weiß nicht, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keine Lust mehr einfach. Hier seht ihr den Gewinner von Abo vs. Roat, der eigentlich schon feststeht, weil dieser Mann ist ein Versager. Kleiner...
Ey, guck mal. Das habe ich mir verdient, weil ich das mit Breitenberg immer mache. Was soll ich sagen? Ich werde damit jetzt nach Hause fahren. Dann bestell ich Uber. Nein, ihr fährt auch damit. Komm hinten rauf. Digga, da passt nicht mal mein Zehnagel hinten drauf bei deinem Fettarsch. Hallo, ich... Bist du doch oder so? Pummelhof ist unten durch bei mir. Ich habe echt fest damit... Ich dachte wirklich, das ist mein Ass im Ärmel. Pummelhof. Oh! Gomez! Digga, hör doch... Bro, er zieht immer noch Packs über die Web-App. Junge, Junge, Roat. Jungs, ihr müsst es nochmal... Ah, die machen das wahrscheinlich nicht nochmal, aber wenn ihr das nochmal macht, ohne Handys, ohne Stream, ohne Playstation... Scheiß Packs die ganze Zeit zu ziehen. 5K, Digga? Ja, Alhamdulillah. Ich für mich hab for real entschieden, dass sowas wie Koffein, irgendwie was, irgendwie andere Dinge wie mit viel Koffein macht für mich keinen Sinn. Weil, wenn du das nimmst, dann bist du wieder so aufgeschubt. Ey, Roat, ey, danke für, Roat, was geht? Danke für den Host mit 4000 Zuschauern, was geht ab, Chat? Irgendwann mal, wenn du diese Müdigkeit überwunden hast, geht's einfach so bergab und dann wirst du richtig müde. Deswegen habe ich für mich entschieden, ich trinke Vitaminwasser. Schlau im Leben. Aber weißt du, was gleich passieren wird? Nein, das wirst du nicht machen. Er kann nicht mehr lange, er schläft gleich. Schlaf ein. Ohnmächtig seh dich ja schlafen. Ohne Kesselschlag. Hilfe! Sag mir jetzt Walla. Nein, da ist nichts drin. Okay, sag mir jetzt Walla, da ist nichts anderes aus Wasser. Ich sag gar nichts. Da oben ist das Fenster. Schaut euch das mal an. Der Herr Pendejo hat meine Sachen hier rausgeschmissen. Ich glaube, wir sind definitiv zu müde. Schaut, was er noch gemacht hat. Er hat einfach meine ganzen Belege abgerissen von meinen Schlägern. Und mein letztes Holz ist weg. Er hat ja wirklich eigene Tischtennisschläger. Ich dachte, Abu labert. Wo haben die nochmal drüber gesprochen? Ich glaube, ich habe irgendeinen Stream angeschaut. Da haben die über Tischtennis gesprochen. Da habe ich Max zugeschaut oder so. Ich dachte, der capped. Bro, hat ja wirklich eigene Tischtennisschläger. Hallo. Er schläft. Ja! 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 Ich hab gewonnen. Das kann gar nicht sein. Doch, eine Minute. Das kann gar nicht sein. Bro, er hat sowas von gewonnen. Er hat sowas von gewonnen. Wir haben es auf der Kamera. Yes! Weißt du, was ich jetzt mache? FIFA-Packs. Walk out! Wir sehen uns morgen bei der Bestrafung. Ich war jetzt einkaufen für meinen Kollegen Abu. Der hat schon sehr, sehr Hunger. Und da habe ich ihm was Schönes mitgebracht. Und beim schwedischen Laden. Und zwar Suchströmming. Ich glaube, mit das Ekelhafteste, was man einfach so essen kann. Das ist also, widerlich, Bro. Der Typ da drin hat gesagt, das ist wirklich echt eine harte Bestrafung. Also Abu, das weil ich ein guter Kollege bin, habe ich halt ein bisschen was zu essen mitgenommen. Weil ich eingeschlafen bin, muss ich das... Bro, das ist Alba. Ich weiß noch, wer... Jens und Lazo haben das nochmal gegessen. Auf dem Büro in einem Stream damals, glaube ich. Ich weiß nicht, ob jemand von euch im Stream dabei war. Ich meine, es war im Stream. Es war ganz übel. Ich habe hier einen Teller und eine Gabel. Willst du das aufmachen? Nee. Nur aufmachen. Nur aufmachen. Nee. Für den Kameramann ist auch Bestrafung. Digga, ich hab gar keine jetzt. Boah. Digga, mach einfach schnell, komm. Augen zu und durch. Oh, das riecht ekelig. Das ist so hart. Sag Bismillah. Ich sag dir ehrlich, allein nur das Riechen ist schon eine Bestrafung. Willst du das essen? Ja. Ja, wo ist der Fisch? Bruder, das sieht sogar. Ey, warte mal, sind das die Eier davon? Das ist ja noch abartiger. Hast du wieder reingelegt auf dem Kopf? Digga, was soll man denn davon essen? Das ist doch alles abartig verschimmelt. Das sind alles Gedärme, Roat. Hör auf zu lachen. Geh mal weg. Ja, warte, da hängt noch Schwanz dran. Das wieder, wie es riecht, habe ich jetzt in meinem Mund. Ich kotze gleich. Das mache ich nie wieder im Leben. Falls euch die Folge Abus Roat gefallen hat, mir hat sie wirklich sehr, sehr gefallen, ja. Dann lasst ein Like da, lasst einen Kommi da und schreibt uns, was wir besser machen können. Entschuldigung. Digga, das ist respektlos. Wir sehen uns. Also ich würde erstmal warten, bis du springst, weil ich will nicht, dass die hinten da eben nass werden.
Rohat ist so frech. Rohat, du bist so frech. Du kannst froh sein, dass Abo dich liebt, Alter. Wenn er sich einmal auf dich legen, wäre Feierabend, Mann. Ja, ey, das mit der Kamera und das mit der Autobelichtung und so. Also mit der automatischen Belichtung, dass es nicht so wie eine Softbox ist. Das ist ja eine Einstellung an der Kamera. Das kriegt die easy gefixt. Ansonsten, sag ich euch so, wie es ist, ist es ein übel, also es ist übel nice. Ich mag die Rivalität oder die Rivalität in den Videos. Ich mag Abo vs. Rohat. Ich finde, das ist ein gutes Team, um gegeneinander anzutreten. So einmal Abu, der halt wie so ein kleines Kind noch ist. Und dann Rohat, der ruhigere Typ, so ein bisschen vercheckt. Wisst ihr, was ich meine? Also da haben sich wirklich zwei, nicht gesucht, aber gefunden. Finde ich nice. Ehrlich nice. Ich sag euch auch, ich sag jetzt ganz ehrlich, mein Tipp, Rohat hat mich, glaube ich, auch gefragt. Und ich glaube, Rohat hat mich gefragt, was ich glaube, wer gewinnt. Und ich meinte, dass Abu gewinnt. Weil ich dachte, weil Abu ja Familie hat, dass er so, gerade was er selber auch gesagt hat im Video, er muss halt manchmal früh aufstehen, er kann nicht ausschlafen, mit Kindern. Ich dachte, der macht das. Aber wahrscheinlich war Abu auch ein bisschen im Urlaubsmodus. Und deswegen, hat Rohat gewonnen. Aber Rohat ist halt auch, der zieht auch immer crazy durch, Mann. Das unterschätzt man irgendwie bei ihm. Weil er halt so dieses Kiffer-Image hat von diesem verplanten Typ, der nichts auf die Ketten bekommt. Und dann ist er aber halt einfach 30 Stunden, 40 Stunden live auch bei einer Challenge und so. Das unterschätzt man jedes Mal.